Ich komme ja aus einer in sich sehr geschlossenen Metall- und Stahlarbeitersiedlung im mittleren Ibstal und so bin ich an die Zuschreibung des berühmten Gsindl einigermaßen gewohnt. Ich habe es nur seit 5 Jahrzehnten eher nicht mehr gehört, habe mich damals schon gefragt, was das wohl bedeuten könnte. Es kommt eindeutig von einer Zuordnung unter bäuerlicher Schichten, also das Gesinde, das man dann verallgemeinert hat. Und im Lauf des 19. Jahrhunderts hat das einen unglaublich abwertenden Charakter bekommen. Es bezeichnet den Abschaum der Gesellschaft, es bezeichnet das Subproletarische, die niedersten Schichten. Und es ist immer auch eine Spur Kleinkriminalität damit gemeint. Es hat dieser Begriff des Gesindels in den politischen Diskurseingang gefunden im ausgehenden 19. Jahrhundert, da die Sozialdemokratie zur großen demokratischen Massenpartei der industriellen Arbeiterschaft heranwächst und bewusst sich eine internationale, eine übernationale Orientierung gibt. Man hat dann von den vaterlandslosen Gesellen oder eben vom vaterlandslosen Gesindel gesprochen. Das ist ein Terminus, der auch in der Zwischenkriegszeit nicht aussterben wollte. In der Zeit des Austrofaschismus, also von 1934 bis 1938, hat man von den Mietern der großartigen kommunalen Wohnbauten der Gemeinde Wien als dem Zinsgesindel gesprochen und es ist dieser Begriff immer und immer wieder abwertend und im allerschlechtesten Sinne verwendet worden. Wenn er heute wieder auftaucht, dann kann ich gerade als Historiker nur einen Appell an die politisch Verantwortlichen richten, die Verlotterung, die das Verkommen der Sprache so weit wie möglich hintanzustellen. Nicht nur im öffentlichen Diskurs, da ist es ohne dies selbstverständlich auch in den scheinbar geschützten Räumen der halböffentlichen und privaten Konversation. Man sollte nicht glauben, was die Verwahrlosung der Sprache für katastrophale politische Folgen haben kann.